So, jetzt bin ich hier bei dem. Ach, da oben steht doch dran, Pommes. Mit hier, quasi die Currywurst. Schnitzel, die Sandwich. Und hier, da drinnen ist das diese. Auch von außen nicht zu sehen. Ach, da, Imbiss Currywurst. Ja, Django's Place. Ja. Aber hier beim Vorbeifahren gar nicht so gesehen. Ja. Ja, alles gut. Die ältere Dame, ne? Und er, der Herr, die sprechen beide Deutsch. Nicht so viel. Alles Essen und Fotografieren, selbe Seite. Ja, nochmal. Ne? Also, damit man weiß, wo es ist. Ne? Hier, da vorne ist dieser Kreisverkehr an der D400. Hier, da geht es doch jetzt zum Abzweig von der D400 von der Strandstraße. Und da geht es weiter zum Alanium, Metro, den großen Costas und die M5 vom Mikros. Ne? Und hier sehen wir uns die Rückfront hier von den Geldautomaten. Ne? Da haben wir diesen kleinen Mikros jetzt. Hier, da sind doch diese vielen Geldautomaten. Und ja. Ja, so sieht das jetzt aus mit der Pommes, mit dem Pommes, ne, hier und mit der Currywurst. Und sieht richtig gut aus, lecker aus. Dann lasse ich mir das mal schmecken. Chai ist auch da. Der ist ganz frisch. Der wurde jetzt ganz frisch extra gemacht. War auch super. Klasse. Tja, das Paket hier. Schnitzel-Sandwich. Das ist dann mit Zwiebel, mit Gurke und sowas, mit Salat. So. Das sehe ich mir für später auf. Bei dem Django, ne, mit der Currywurst, da kann man gleich verbinden, hier, wenn man sein Telefon aufladen muss. Hier ist ein Türk Telekom Laden und hier sind noch mehrere andere Geschäfte. Ne? Also hier ist so einiges. Ne? Ah, hier ist der Gardinenladen. Ach, Tropicana Rom, das ist ein M-Lack, ne? Bestimmt. Apotheke ist auch da, ne? Also Apotheke, Türk Telekom und Currywurstladen, alles nebeneinander, kann man alles verbinden. Und da drüben ist ein Schock, wenn man ein bisschen einzukaufen hat, alles da. Und da drüben, wie gesagt, die Mikrochat und die Geldautomaten, wo man Geld holen muss, ne? So, jetzt ist hier nochmal ein Gardinenladen auch gleich. Da ist der Telekom drin und hier. Und da kann man dann auch sehen, hier ist Auswahl hier von Gardinenstoffen, was man sich so auswählen kann. Ne? Da sind so ein paar Beispiele. Und hier alles so, was man auswählen kann, aussuchen kann. Hier auch diese hier Vorhänge dort, diese hier, wie man hoch und runter rollt, ne? Da für verschiedenartig. Ne? Guck da, farbig, ne? Weiß, andere Form, anders. Hier auch alles Stoffe, Farben, Qualitätsverschiedene, ne? Da auch diese Rollos. Ja, das ist ein richtig kleiner Laden. Ne? Das. Er wohnt da bei mir im Haus mit. Ne? Da kennen wir uns auch. Und er ist ein ganz vernünftiger, umgänglicher, spricht ein bisschen Deutsch hier. Und ich habe ihn gerade gefragt. Er sagt, ja, also sie kommen nach Hause, messen aus. Und dann sucht man sich hier alles aus, was man haben will an Vorhänge. Und dann kommen sie hin und bauen an. Also, Leute, ihr habt den halbwegs ein klein bisschen deutsch sprechenden Türken, mit dem ihr übereinkommen könnt. Also wie gesagt, hier, da ist der Django, da ist Türk Telekom, kann man ein Handy aufladen. Hier ist der Laden mit den Gardinen und da hinten ist Apotheke. Ne? Man kann alles miteinander verbinden. Das ist ein guter Ort hier. Also ihr seht dort die Geldautomaten, da den Mikrochat. Hier, da ist dann hier die Straße, die D400, wo sie abbiegt von der Strandstraße und dann hier hoch geht. Ne? Und hier hinter dem Kreisverkehr, da ist Django und die anderen Geschäfte. Als Orientierungshilfe auch nochmal hier, wenn man hier abbiegt, hier, ne?
Da ist dann die Strandstraße, da ist der Burgberg, wo es übergeht. Und dann hier ist das Fahrradgeschäft, das große auf der Ecke. Ne? Da abbiegen und dann beim nächsten die Ampel rechts rum und dann sieht man das schon. Und hier voraus sieht man das schöne Meer. Und heute haben wir nicht so viel Sonne, aber ist schon okay. Tja, falls euch der kleine Ausflug hier zum Django, zur Currywurstbude hier gefallen hat, ne, dann Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Na ja, zum Abschluss hier noch mal ein paar schöne Bilder, auch wenn jetzt hier der Fahrzeuglärm hier von der Straße ein bisschen rüberkommt, ne? Aber ist das nicht schön? Auch dieser Wellengang. Ich finde, das Meer ist ja bei jeder Jahreszeit schön, ne? Aber auch wenn das jetzt ein bisschen kühler ist im Augenblick, die Sonne guckt ja nicht so raus, ne? Man kann das Meer so richtig genießen hier. Schön. Ah, ich mag das. Und ich mag das auch mal diesen Blick zum Burgberg. Der Burgberg ist ja immer das Synonym hier für Alanya. Wenn man von Antalya vom Flughafen kommt und man sieht den Burgberg, dann weiß man, man ist angekommen.